Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Danny Rubel-P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir... Wo ist die? Egal. Das sieht voll gruselig aus. Haben wir, ja, diesen Turm geschafft, wo die ganzen Supermutanten waren. Und jetzt bin ich wieder in meiner Siedlung. Hab ein paar Waffen hier verbessert. Ich glaube, nur die habe ich, glaube ich, verbessert. Habe ich so ein Ziel, Fernrohr angebracht. Aber mehr auch nicht. Und ja, ich brauche neue Materialien. Aha. Woher willst du denn? Entschuldigung? Was willst du denn? Gammelkala? Willst du handeln, ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Handel. Lass mal sehen, was du so hast. Oh, ich habe von allem etwas. Also perfekt. Was hast du machen? Großes Magazin, 10 mm Pistole. Leuchtgewehr, was? Nee, Dingens. Du hast, glaube ich, nichts Gutes. Ich brauche ein paar gute, ja, wie nennt man das? Materialien. Ich weiß nicht, wie ich an Materialien kommen soll. Muss ich die alle aus meinem Inventar rausziehen? Und dann, zu Müll verarbeiten, oder kann man das irgendwie so bekommen, weil wenn ich das irgendwie, wow, ja, das kostet viel, weil wenn ich das irgendwie so machen würde, dann würde das ja ewig dauern. Ja, ich muss ein paar Sachen hier verkaufen. Ich könnte die Minigun zum Beispiel verkaufen. Ich habe ja schon eine 145, ja, und zwei brauche ich ja nicht, deswegen, ja. Ich habe ja die exakt gleiche. Tu mal das mal wegpacken. Reginalds Outfit. Charisma plus 3, ja. Schmutziger Schwarzer. Ja, ist auch nicht schlecht. So, und ich habe so einen Verdacht, was ich mit den Supermutanten Klamotten machen kann. Vielleicht kann ich dir ja Dingens geben. Strong. Das wäre doch irgendwie gut. So, ich brauche noch hier Golduhren, Goldbarren und so was alles. Warum habe ich so wenig Schachteln Zigaretten nur noch? So. Ich habe jetzt gesunde 24 Stunden geschlafen. Hat man immer meine Sachen. Hey. Wollte ich gar nicht. Mir geben, Mensch. Ja, du warst ein Impro-Gewehr. Erst wenn du mir das gibst. Danke. Ja, ein Sniper-Gewehr, ich krieg die Krise. Du kannst, weiß nicht. Kannst du das hier tragen? Anscheinend nicht. Hey, sagen Strong, was er soll machen. Ja, ich gebe ihm mal die Klammern, dann weiß ich wenigstens, wo sie sind. Nimm die Kochmütze noch. Weil das bringt überhaupt nichts. Beweglichkeit und Wahrnehmung plus 1, das ist ja auch nicht schlecht. Weil ich habe schon hier dieses rechte Bein. Also nichts ausrüsten, ehrlich. Na gut. Ich habe ein Sniper-Gewehr aber bekommen, das ist gut. Impro-Scharfschützengewehr. Nehmen wir mal. Was für eine Munition? 38. Nehmen wir mal das hier. Ja, schön. Gut, dann machen wir uns auf nach Diamond City wieder. Ich möchte noch ein paar Sachen kaufen. Hoffentlich hat er wieder eine Rüstung hier zur Verfügung. Weil die hätte ich gerne. Die waren nämlich gut. Also Ödland, irgendwas. Was sind Sterne? Wir stehen als Männer. Haben sie für die überlegen Spezies.
Halten Sie sich für die überlegene Spezies in Commonwealth? Ja, kann sein. So was haben die irgendwie gesagt, hier, als wir gegen die gekämpft haben, im letzten Part. Gegen ganz viele. Oh Mann. Okay. Geil. Du trägst immer noch die Klamotten, du bleibst übernackt. Und jetzt sehen wir mal Diamond City bei Tag. Hi. Okay. Ich bin bereit für eine Rüstung hier zu investieren. Was bist du denn für einer? Ah, der Neue. Stimmt doch, oder? Ja. Ich bin der Neue. Freut mich. Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Okay. Dann lass mal sehen, was du so hast. Vergiss nicht, auch Munition zu kaufen. Doch, werde ich. Big Boy, wat? Seid ein Fat Man. Was zum... 13.000. Ich wollte schon sagen. War das eine Eis? Old Faithful. Schade, wenn das zielvolle Gesundheit besitzt. Das ist auch ein Lasergewehr, glaube ich. Also, was macht mich irgendwie ganz schön an. Ja, du hast aber keine Dingens hier. Ich guck mal, ob ich gleich noch ein bisschen übrig hab. Ich will mir erstmal dieses Ödland. Komm und komm. Wo ist der Dingens? Toll, jetzt suche ich den gerade und der ist nicht da. Ich dachte, 24 Stunden geöffnet. My ass. Sicher einkaufen. Im Surplus. Warte mal, Rüstungswerkbank. Oh, hallo. Wo soll ich denn die ganzen Sachen herkommen? Ich hab doch gesagt, dass so jemand wie du hier nicht bedient. Total durchgeknallt. Warte mal, ich habe doch so ein paar Charisma-Sachen jetzt. Wie zum Beispiel Schmalzlockenperücke und Reginalds Outfit. Da draußen würdest du keine Stunde überleben. Ich gehe das Risiko ein und bleib. Hi. Lerner? Ich hab doch gesagt, dass so jemand wie du hier nicht bedient wird, du Sint. Willst du mir jetzt etwa... Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich hab Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Eine Güte. Ich hab ein paar Minuten. Dies und das. Boxhandschuhe. Jetzt komme ich hier wegen dem Ding hin, hier, genau wegen dem, und finde es nicht, hier sind übrigens. So. Ich noch irgendwas, was ich verkaufen kann. Hilfsmittel. Ich baue jetzt nicht hier die ganzen Sachen wie Blähfliegenfleisch oder sowas. Weich von Weichschalen, Myolux, weg damit. Ich irgendwie benutze das nicht, ich benutze nur Stimpaks. Also nehmen wir das und packen das weg. Hundefutter in der Dose, Instant Püree. Also so Obst, das kann ich ja anbauen. Weg damit, weg damit. Egal. Weg damit. Weg damit, damit. Coca-Colas und so, die kann man noch behalten. Das kann auch weg. Genau, weg. Strahlsblut. Wein und Whisky kam weg. Russischen Eier. Und die Zuckerbomben. Ich hoffe, es gibt in dem Spiel niemanden, der die sammelt. So, und den Goldbarren. So, jetzt haben wir eine Rüstung wieder. Das gibt mir leider nichts, ne? Ach, jetzt hat er alles weg ausgerüstet. 13, sehr gut. Und den Schutzhelm habe ich ja. Ja.
habe ich dafür weggemacht. Den ja, ne? So. Jetzt bin ich mächtig. Mit 54 Schadenresistenz, sehr gut. Mal was blaue Haare. Ich habe eine. Sheffield. Cola. Nuka Cola. Ja. Bitte. Oh, danke. Danke. Oh, bist du groß? Hey, Sheffield. Was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Wirklich? Meinst du das ernst? Oh, kann ich ihn nach Sanctuary bringen? Ganz recht. Hey, cool. Okay, ich mach's. Sehr schön. Wir waren zwei Nuka-Colas. Du brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz. Sag mal, was du so hast. Alles Originale. Such eine Arbeit, hätte ich noch machen können. Ja, ich glaube, wir haben ja einen etwas ruhigeren Part. Ist alles so teuer, ey. Tut echt hier nur Baseball-Sachen verkaufen. Okay. Hey, du bist dieser Waldbewohner. Der aus der Zeitung. Ja. Okay. Würde ich mal sagen, wir machen weiter. Nein, du darfst keine Nudeln essen, Strong. Ist echt ein Drecksloch. Ihr werdet es nicht bereuen, Kennsüchtige. Lasst euch vom Stress des Lebens nicht umbringen. Ich nehme an, du verkaufst Dimpacks und so, ne? Okay, dann gehen wir mal nach, wo auch immer hin. So, hier ist der Trinity Tower. Auch wenn ich da nicht hingehen will, wir müssen da hin, um uns den Weg zu ersparen. Und alles andere zu erkunden, was wir hier finden können. Ich habe einen neuen Typen für Sanctuary bekommen, ist auch gut. Nämlich den Apfel in Coca-Cola gegeben hab. Ja, wächst schon bald, hoffentlich. Bald werde ich eine noch größere Siedlung als Diamond City aufbauen. So, okay. Das Gute ist, von diesen ganzen Supermutanten-Ärgernis haben wir sehr viele Rüstungsteile und Waffen und also was bekommen. Das ist ja auch was, ne? Ich weiß aber nicht, wann ich auf Level 11 jetzt hier als Skill nehmen soll. Das ist das Problem. So. College. Schnell speichern schon mal. Dann lass mal gucken. Müssen wir hin, wir müssen nach links. Und ich sehe schon wieder 1 Milliarde Orte, die auf uns warten. Und die darauf warten, erkundet zu werden. Wie man sieht, bin ich ja in ein echtes Abenteuer gelandet. Ein bisschen guter, oder? Aber stand da unten. Atem anhalten. Ha. Fubris Comics. Comics und Toys. Cool. Spur des Plünderers. Okay. Was habe ich da aufgenommen? Okay, was habe ich da aufgenommen? Schau mal bei Hubris Comics vorbei in der Newbury Street, der Laden im Erdgeschoss. Dürfte ein Kinderspiel sein. Okay. Gut, wie ich hier überall abseits komme, ne? Also ich habe vor einer Minute so gesagt, ja, wir gehen jetzt dahin, ne? Und schon bin ich wieder hier mitten irgendwo anders gelandet. Steht da jemand, oder? Ach so!
Der ist da untergeklettert, ey. Das war voll verstörend. Ich vergesse mal, dass ich das geändert habe. Wow, die Waffe übrigens. Du warst noch nicht tot, echt. Boah. Zombie-Apokalypse oder was? Machen wir irgendwie gar keinen Fall. Boah, ich muss mir echt angewöhnen, nicht mehr Spiel auf einmal zu spielen. Ich jetzt voll die Steuerung hier im Eimer. Verstört, als er runtergefallen ist. Was? Ausgezeichnet. Die unaufhaltsamen 5. Du hast eine Ausgabe von den unaufhaltsamen 5 gefunden. Du hältst darauf eine Chance, plus 1% den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Okay. Seine Anspielung an die Fantastic Four. Schlüsseldonne für Lagerhaus. Okay. Oder kann ich gar nicht benutzen. Geschützt. Ja, ich sollte vielleicht irgendwie auf Dingen sehr skillen, habe ich so das Gefühl, aber. Oh, da sieht aus, als wäre eine Axt drin. Ist eine Axt drin? Habe ich mir noch eingebildet. Ja. Grocknacks Axt, was? Also, wie geil. Sehr schön. Ich habe die Axt von Grocknack. Die war nicht so stark wie irgendwas anderes, ne? Ja. Hallo, ich habe die Axt von Grocknack, dem Barbaren. Hallo. Der Wand ist Grocknack, komm mit. Was? Unaufhaltsam Comic. Okay. 5 unaufhaltsam. Kann ich verkaufen. Ja, wieder mein Geld hier gut rein. Auch wenn es nur sehr wenig ist. Na, wo seid ihr alle? Jungle ist der Mondaffe. Warum nicht? Noch eine Aufzeichnung des Plünderers. Wir sehen. Ach, das ist das ganze Ding, okay. Nee, brauche ich nicht. Okay, wo gehen wir als erstes hin? Achso, der Lagerhaus. Das Lagerhaus vom Lagerhausschlüssel. Ja, ich glaube, den haben wir schon, aber egal. So, ich habe noch so eine Notiz bekommen. Wo ist das? Ja, nicht hier. Was anderes. Das hätte ich ja nicht. Das hatte ich ja nicht nur einmal. Aufzeichnung des Plünderers hier. Ich kann gar nicht glauben, dass ich bei sowas hier mitmache. Wer will denn diesen Mistsammler, sagt der Boss. Also, wer ist hier dumm? Die oder wir? Ja, irgendwelche Nerds sind bestimmt voll scharf auf sowas hier. Taschenuhr.
Ich das Schild auch mitnehmen. The Silver Shroud. Irgendwie sowas. Hier sind aber noch vier Gegner. Ich glaube nicht, dass du einen Ghoul hier an irgendwie zermatschen. Ja, klar. Das ist doch blöd, ey. So, warte, ich komme jetzt hier mit der Axt. Irgendwie sind die im Nahkampf, glaube ich, ein bisschen besser zu bekämpfen. Weil er hat gar keine Probleme. Und ich schon. Ich bekomme die ganze Zeit Strahlung von denen. Oder merke ich, ja, will ich mir nur ein. Und die Haltbarkeit von der letzten Haarklammer bleibt anscheinend noch immer geschafft. So wie beim letzten Mal, ne? Bruchschlüssel. Na, kann ich das mal? So, meine Axt wegpacken. Als ich heute zur Arbeit kam, habe ich noch eine heimliche Änderung im Drehbuch entdeckt. Schaut jetzt einen englischen Butler. Ich habe Bobowski schon noch häufig gesagt, dass unsere treuesten Fans unsere besten Reklamen sind. Deshalb können wir die vielen blöden kleinen Änderungen nicht machen. Du musst mit ihm reden, bevor du ihn in den Urlaub fährst. Ansonsten, das schwöre ich dir, gehe ich zu Pete. Es ist zum Haare auf. Marbowski hat Claire Redell für die Rolle der Herrin der Mysterien einen Vertrag gegeben. Mir ist egal, wie viel das Grab des Amun-Re eingespielt hat. Die Herrin des Mysteries brünett, nicht blond, nicht schwarzhaarig und ganz bestimmt nicht rothaarig. Hast du Claires Stimme gehört? Die Herrin der Mysterien ist sehr selbstbewusst. Sie schraut absolut ebenbürtig und nicht so eine halb verhungerte Göre, die für eine schrille Stimme bekannt ist. Shannon Rivers arbeitete seit Jahrzehnten für uns und sie ist die Stimme der Herrin der Mysterien, Basta. Sie ist von der Natur aus brünett, sie ist nicht so jung wie Claire, aber ich bin mir sicher, dass sie nicht das mit dem Licht vorteilhaft ausgleichen ist. Wenn wir das nicht hinbekommen, bin ich weg. Versprochen, bei einer Katastrophe soll mein Name nicht beim Mitwirkenden auftauchen. Ja, die Probleme von Redakteuren, nehme ich an, oder Comic-Schreiber. Vivi Bräulich, wenn es dir so wichtig ist, kann Claire vielleicht eine Brücke tragen, aber der Vertrag ist unterschrieben, also läuft es jetzt so. Was findest du eigentlich an Mrs. Rivers? So 20 Jahre vielleicht. Aber jetzt hat sie das richtige Gesicht fürs Radio. Findest du nicht auch, Claire? Hat das Zeug zum Star und genauso, was brauchen wir? Ich habe mit Peter Boy gesprochen und er hat einige neue Szenen zugestimmt. Wir brauchen Romantik. Die Claire ist wie geschaffen dafür. Wenn Tino nicht mitspielt, kann ich einer meiner Jungs aus Hollywood einfliegen lassen. Der ist spitzenmäßig. Heute ist mein Terminkalender schon voll. Kostümpro läuft bis 20 Uhr. Du kannst nicht warten, bis sie von den Bahamas zurück ist. Also müssen wir uns treffen und 20 Uhr ist mein einziges Zeitfenster. Bra. Oh, wat? Doof. Ich bin ein Barbar. Oh, verdammt, ich Idiot. Stimmt ja, mit R2 tut man Granaten einsetzen. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Lederrüstung. Rechter Arm. Rechter Arm habe ich, glaube ich, schon was Geiles, ne? Ne. Okay, cool. Wieder was Besseres gefunden. Das ist eine Nuka-Cola Quantum. Boah. Unbedingt ein Right Away neben mir, wenn ich raus bin. Typ mal mir voll Strahlung verpasst. Ja, wir sind unschlagbares Team. Hammer und Axt. Feind.
Ah, jetzt bin ich verwirrt. Von wo kam ich nochmal? Von hier, ne? Ist hier noch so was? Silver Shroud Foto. Wahrscheinlich muss ich die Sachen irgendwie bei irgendeinem Nerd abgeben, ne? Der daran interessiert ist. Zu viel Licht. Irgendwo da oben wartet noch was sehr Starkes, ne? Ich bin jetzt so verwirrt, ne? Von wo kam ich jetzt und wo war ich noch nicht? Kam von hier. Mal jemand zu. Ist das Plünderers? Dafür lohnt es sich, wieder herzukommen. Axt, der Boss hat gesagt, die wäre zu schwer, aber irgendjemand kauft die bestimmt. Comicbücher, man kann bestimmt noch welche lesen. Bring immer ein paar Kronkorken ein. Lagerraum, ich brauche nur jemanden, der das Schloss knackt. Ich muss mal Karl fragen, vielleicht könnte er Ken Standish für den Job kriegen. Der verdammte Abt, der ist echt gruselig. Okay, dann sollte ich da unten wahrscheinlich mehr die Comicbücher einsammeln, wenn ich da wieder vorbeikomme. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Schon mal hier speichern. Nicht mehr vergesse. So, jemand will die Axt anscheinend haben. Oh, meine Strahlung, ey. So hat er mich reingerannt und dann auf die Schnauze geflogen. Hier ist zum Beispiel noch ein U-Bahn-Marke. Ah, Metro-Ticket. Manta Man, was? Nee. Boah, scheint mich nicht so. Okay, da war aber noch irgendwo ein Gang, wo ich hin konnte. Warte, aber bloß nicht runter. Ich dachte. Büroschlüssel von Hubrix Comics. Uff. Die Gegner hier, die sind in Ordnung. Nein, Mann. Ach. Stotilter Gut, Entwurf 18. Auf. Freut mich, dass du was denkst. Okay, gut, ich setze alles. Oh, doch. Guck mal. Könnt ihr gucken, wenn ihr Bock habt. Alter Ort, Staub und Dreck. Also, jetzt mal eine Bierflasche. Oh, geil. Vorsicht, wo? Unter mir? Dann kommen wir hier noch rein und dann können wir den Pub beenden. Aber geschlagen, wir haben uns Vertrag Hopkins angesehen. Ja, könnt ihr euch lesen, durchlesen, wenn ihr wollt. Prozenten. Nachrichten interessieren mich jetzt nicht wirklich. Okay. Würde ich sagen,
beende den Part hier. Wir sehen uns dann. Bist du noch? Nee. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.